Solidarität zu den Ländern, die dann überlaufen wären. Nehmen wir sie alle, sondern wir verwirklichen dann eine Idee, die ursprünglich 2003 Tony Blair als erster gebracht hat, 2004 von dem ehemaligen Grünen und späteren Innenminister bei der SPD Otto Schily als Auffanglager in Nordafrika bezeichnet worden ist. Ich habe gelernt, Lager ist das böse Wort, Hotspot ist das liebe Wort, also Auffangzentren einzurichten, wo Flüchtlinge hinverbracht werden können und wo sie auch als Anerkannte bleiben können. Zum Beispiel, also in Zentralafrika wären das Ghana und Senegal, in Nordafrika wäre es Marokko, im Nahen Osten der Libanon, bitte? So, ja. Mein Lieblingsland Jordanien, so, das hat andere Gründe. Ja, im Prinzip, wenn Sie nicht anfangen würden, irgendwie skurrile Forderungen zu stellen, geben Sie über die Türkei in Frage. Angebote gibt es bereits vom serbischen Ministerpräsidenten, der an 400.000 erstmal gedacht hat. Das kann man auch erheblich erhöhen. Ja, und vielleicht sogar, ich bin ja für bescheuert erklärt worden, als die Griechenland-Krise war und ich gesagt habe, man kann ja die Griechenland nicht völlig kaputt sparen. Griechenland wird kaputt gespart, wenn man denen die Renten kürzt. Die haben keine Exportwirtschaft, die hängt von ihrer Binnenwirtschaft. Man kann doch nicht die Renten kürzen, dann läuft die Binnenwirtschaft nicht mehr. Die Mehrwertsteuer auf den Inseln für Hotels zu erhöhen, sie stehen in einer Konkurrenzsituation mit den Türken, dann bricht ihnen der Tourismus zusammen. Man muss den Geld den Griechen was geben. Ich schlage vor, Auffanglager auf griechischen Inseln zu bauen. Da man sich für bekloppt erklärt, sozusagen die Griechenland-Krise auf diese Art und Weise zu lösen. Jetzt gibt's das. Jetzt gibt's das. Und ich habe damals schon gesagt, ich sage das in aller Vorsicht, ich traue mich drei Inseln nicht zu nennen, ich spreche nicht, Griechenland hat irrsinnig viele Inseln. Ich nenne nicht Aleppo, Fiti, Gavros oder Leros, weil ich weiß, was mir dann für ein Unheil passiert, wenn ich die drei sage. Jetzt passiert es auf Kos, auf Lesbos, auf Chios und auf Leros. Ich wollte es hier nicht glauben, ausgerechnet einem dieser drei Leros. Die Gebäude sind bereits da, ne? Leros ist eine der großen Gefangenen, die zur Zeit der griechischen Militärdiktatur. Da ist alles bereit. Also bin ich nun sogar da. Also, und was wir auf gar keinen Fall machen dürfen, das ist aber wiederum mein Grüße, als Notlösung unser Grundgesetz hat das. Das finde ich eine ganz problematische Frage. Ich glaube, dann kommt die AfD in eine ganz schwierige Ecke auch rein. Wenn wir sagen, wir wollen also, um dieser Flüchtlingskrise Herr zu werden, das Grundgesetz anpassen, da habe ich bekomme ich erste Bauchschmerzen. Wir dürfen auch nicht unsere Souveränität noch weiter an die EU abgeben, weil was problematisch genug ist, oder gar die Türkei auch werden. Denn ja noch die Türkei die EU beitreten würde, oder durch Visafreiheit für einen neuen Zustrom von dort auslösen, da heißt es schon, leider von mir, was immer, den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Ich habe ihn lange korrigieren müssen, bis ich gesagt habe, das ist umgekehrt. Das heißt, den Belzebub mit dem Teufel austreiben in diesem Fall. Das ist nur was für ganz große Akademiker, wie so der Bade, der Syrer ist so der Also, was wir brauchen, ist keine Änderung von irgendwelchen Gesetzen, sondern wir brauchen eigentlich nur die Anwendung des geltenden Rechts. Wir müssen einfach nur das durchziehen, was wir längst vereinbart haben. Dann ist alles wirklich so, ist es dann zu lösen. Solange Europa jetzt bestehen bleibt. Weil es kann sein. Ja, besuchen Sie Europa, solange Europa es bestehen, schon, weiß, aber die EU meine ich. Meine EU. Ja. Europa also, bitte. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das letzte Dir. Letzte Folie. Habe ich schon wieder Ende gemacht? Ja. Nee, nur eins zurück. Das wollte ich erst mal sagen, weil ich Ihnen jetzt zugesichert habe. Das ist noch eine Sache, wo ich Sie vor einer Falle in der Argumentation warnen möchte. Die Falle lautet Einführung einer Obergrenze im Asylrecht. Das wird viel diskutiert und wie übel man damit aussehen kann, kann jeder in der Mediathek auf N24 sich angucken, wie der Friedmann und Pritzel fertig kommt. Das ist eine schwierige Sache.
Deshalb fürchte ich, da noch ein bisschen länger drauf ab. Also, gibt es drei Punkte, sage ich Ihnen dazu, die sich alle widersprechen, aber das Gesamt gibt erst das richtige Bild. Erstens, das Asylrecht, Artikel 16a des Grundgesetzes, ist ein Individualrecht. Sie haben ein individuelles Recht auf Asyl. Da kann man keine Obergrenze einziehen. Sie können nicht einem Menschen sagen, der jetzt wirklich, man nimmt richtig politisch verfolgt, der wirklich nicht mehr kann, der alle Rechte hat, können Ihnen sagen, gut, dass Sie da sind, Sie sind 800.000, ich beglückwünsche Sie, kommen Sie herein. Den nächsten, seinem Kumpel sagen, tut mir leid, wir haben 800.000 zur Obergrenze gemacht, Sie bleiben außen vor. Es ist bei einem Individualrecht nicht möglich. Daraus folgt Ihnen auch, dass ein Individualrecht ist, dass man es nicht in einer Gruppe hat. Urteilung machen kann. Man kann also auch nicht sagen, alle Syrer sind berechtigt, das geht ebenfalls nicht. Darf ich Sie um eine Karte bitten? Das ist ein freier Gut eines Vortrags. Bitte? Sehr gut, danke. Kannst du mit noch auf sein? Darf ich um eine Karte bitten? Ja, wie gerne. Danke. Also erstens ist es nicht so. Zweitens jedoch, man kann natürlich auch ein Individualrecht aufnehmen. Es gibt nämlich für alle Gesetze, insbesondere auch außer 1 und 20 des Grundgesetzes, einen sogenannten Schrankenvorbehalt. Das heißt, wenn durch die Erfüllung eines Rechts das ganze System droht zusammenzubrechen. Wenn also dann eventuell alle Ressourcen völlig erschöpft sind, dann ist es zum Erhalt des Ganzen sinnvoll, zu sagen, der Schrankenvorbehalt greift und wir heben es doch auf. Aber mit einer Ressourcenbegrenzung zu argumentieren, das wird sehr, sehr schwierig sein. Wann sind denn unsere Ressourcen begrenzt? Wenn wir das Wohlstandsniveau von Italien haben, noch lange nicht. Wenn wir das Wohlstandsniveau von Eritrea haben, wahrscheinlich. Aber auf eine Ressourcenbegrenzung zu argumentieren, dass wir so weit untergewirtschaftet sind, also das ist eine sehr problematische Sache. Naja, ich meine, es geht da ja nicht um vielleicht 5 Milliarden Gesundheitskosten, die wir haben. Die Ressourcenbegrenzung liegt ja darin, dass wir, um diese Gesundheitskosten und Gesundheitsleistungen erbringen zu müssen, plötzlich uns 20.000 Ärzte irgendwo aus den Rippen schneiden müssen. Und die haben wir nicht. Insofern haben wir ja dort vielleicht keine finanzielle, aber Infrastruktur. Ja, aber mehr Ärzte pro Einwohner hat Eritrea auch nicht. Ist es denn schon erreicht oder nicht? Das ist eine ganz schwierige Diskussion. Das ist jetzt ein Argument, die Sie gebracht haben, Herr Schneider, völlig zu Recht, wo Sie sagen, wir haben den Zustand erreicht. Aber das ist ein Problem, dass wir dann in einen irrsinnigen Diskurs eintreten. Und dann kommt Frau Wagenknecht an und sagt, die 50 reichsten Familien haben da 600 Milliarden. Wenn wir an die rangehen würden, könnten wir so viele Ärzte zu uns holen, dass es wieder gelöst wäre. Aber Lehrer können wir nicht holen. Und wenn ich das höre, dass also alle Deutschunterricht bekommen sollen, unterrichtet werden sollen, und da fehlen heutzutage schon wie viel, ich habe da irgendwas gelesen, in Nordrhein-Westfalen, 300 oder 400 Stück, die sind ja auch nicht über Nacht gewachsen. Also ich warne sehr vor der Ressourcendiskussion. Da steht Herr Friedmann da und sagt, bei wie viel wollen Sie denn jetzt? Sagen Sie mir jetzt mal eine Zahl. Wie heißt die Zahl? Wo wollen Sie? Da kann ich Ihnen quasi nur sagen, was wir hier stehen haben, wir haben eine Obergrenze. Wir haben die Obergrenze für Flüchtlinge auf dem Landweg Deutschland erreichen ist null. Das ist richtig. Die ist null. Ne? Das heißt nicht, wie gesagt, dass wir hier die Barbaren sind und Altmaier sagt, aus humanitären Gründen helfen wir anderen Ländern. Klar, machen wir. Wir helfen. Aber wie, das entscheiden wir. Und eben dadurch, dass wir EU gemeinsam solche Hotspots einrichten können und nicht, dass wir sie einfach alle durchgehen zu uns und sagen, kommt nur hier. Dieses Verfahren erhöht den Zustand. Das ist sozusagen, das ist nicht einfach nur monokausal von A nach B, das ist ein Zirkelprozess. Je mehr wir ein freundliches Gesicht aufsetzen,
desto mehr kommen und desto mehr müssen wir ein freundliches Gesicht aufsetzen und desto mehr kommt das. Die Anzahl wird sich, das hat ja auch Australien auch gezeigt, die Anzahl wird sich erheblich reduzieren in dem Augenblick, wenn die Leute nach Lampedusa ankommen. Und sie, die erwarten ja dort, dass ihnen eine Fahrkarte in die Hand gedrückt wird nach Görlitz, Göttingen oder Gelsenkirchen. Wenn die wissen, die kriegen nicht ihre Fahrkarte, sondern da warten die Schnellboote nach Marokko, dann wird auch der Zustrom über das Mittelmeer und das Ertrinken dort, wird das rapide runtergehen, es wird rapide zurückgehen in dem Augenblick. Und wenn, wenn jemand weiß, er ist wirklich politisch Verfolgter, wird er weiterhin auch Syrien verlassen wollen und wird sich sehr darüber freuen, wenn er entweder in der Region, ich bin immer für Unterstützung Jordaniens, müsste mehr Geld reingegeben werden, er wird in der Region unterstützt werden, oder er wird mindestens in Serbien unterkommen können. Aber solange wir sagen, kommt doch nur alle her nach Deutschland, das erhöht den Strom. Wenn es umgekehrt die Blockade ist, eher wieder zurückführt. Sodass ich glaube, wir werden, ich habe das relativ früh gesagt, inzwischen kommen wir so langsam dran, selbst Seehofer will ja inzwischen Grenzkontrolle, die Österreicher sagen schon, wir werden es nicht anders lösen können, alles andere ist Augenwischerei. Jetzt wollen wir was zu essen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich soll es jetzt aber mal. Ja, ich danke dir. Und ich verlasse den Raum nicht, sondern setze mich hin, studiere.